Wir werden oft gefragt, ob unser Altersunterschied ein Problem für uns darstellt. 8 Jahre trennen uns nämlich und darüber reden wir mit euch jetzt in unserem neuen Video. Okay. Viel Spaß! Viel Spaß! Hallo! Hallöchen, da sind wir wieder. Achso, ich muss heute gar nicht so frisch wirken und ich bin ja 8 Jahre älter als du. Ne? Du bist ja der Jungspund. Also. Ja, ich fühle mich heute auch wirklich sehr energiegeladen, ja. Und bin bereit. Ja. Du nicht so, ne? Es ist schon ein bisschen Rouge ins Gesicht geschmissen. Es ist voll eine kleine Cola am Start. Man tut, was man kann, ne? Wer jetzt? Na du. Ja, ist das ein Problem für dich, dass du mit so einem alten, mit so einer alten Schachtel zusammen bist? Also ich sag mal jetzt noch nicht, ne? Aber ich meine, wenn wir da so in die Region dann 70, 80, 90 gucken, da können 8 Jahre schon ein bisschen was ausmachen, ne? Also so Pflegestufe 2 oder 3 kann ich mich jetzt schon drauf einstellen. Kleiner Witz am Rande. Also so körperlich mag das schon sein, aber geistig muss ich sagen, fühle ich jetzt mich bitte. Ich bin nicht jünger als du. Also ich habe noch ganz viel Kind in mir. Das stimmt. Ich glaube, eigentlich habe ich ja 2 Kinder. Ne? Eigentlich habe ich ja nicht nur ein Kind, eigentlich habe ich ja 2. Und deswegen bin ich der Meinung, dass die 8 Jahre überhaupt keinen Unterschied machen. Ja, es gleicht sich so ein bisschen aus dann. Ne? Ich habe gute Gene, ich sehe immer noch relativ frisch aus. Ja, hast du Glück gehabt, ne? Ja, mhm. Auch wenn ich mich heute überhaupt nicht frisch fühle. Alles blendet hier so. Oh. Du hast nicht so gut geschlafen, ne? Nee, ich habe heute nicht so gut geschlafen. Ja, kommt ja auch mal vor. Das kommt ständig vor. Ja. Nee, ist also kein Problem für mich, ne? War auch damals nicht so, dass ich so dachte, als wir uns dann kennengelernt haben, dass ich so gesagt habe, 8 Jahre, nee, das geht gar nicht. Wir können leider nicht zusammenkommen, du bist zu alt. Wie ist es denn für dich umgekehrt? Also mit einem 8 Jahre jüngeren Menschen zusammen zu sein? Das ist so mein Lebensprinzip, immer mit jemandem Jungen zusammen zu sein, damit man... Nein. Sie hat ja auch gesagt, mit 96 sucht sie sich jemand Jüngeren, ne? Also, dass du schon mal Bescheid wirst. Wenn wir dann mit 96 noch YouTube-Videos macht, ist die nächste Partnerin 70. Was Jüngeres, Knackigeres, ne? Noch jünger als ich. Also, dann nochmal 8 Jahre drauf, oder wie viel? Wir sind dann 20, ja. Ja. Kann ich mich schon drauf vorbereiten, ne? Also, so bis ans Lebensende, bis dass der Tod euch scheidet und so, ist bei uns dann nicht. Ja, ich bin der Meinung, um mal wieder ein bisschen klug zu scheißern, also. Dann mach's ja gerne. Letzten Endes. Ja. Und sie hat recht. Letzten Endes ist das Alter Schall und Rauch. Also, es ist völlig wurscht, weil. Entweder das passt oder das passt nicht. Ich hatte jetzt noch nicht das Gefühl so, jetzt ist sie aber noch kindisch oder so. Nee, im Gegenteil, bei mir ist es ist ja komplett anders. Ja, verkehrte Welt, du bist, ne? Ja eher so die Erwachsene. Vernünftig, rational. Und ich halt so, ja. Ja, der kleine Querschläger. Heute kriege ich es ab, heute bin ich so mehr los, heute kann sie alles auf mich abladen. Heute kommt nichts zu. Ja, aber du bist so mutig, dann denkst du dir so, oh yes, hau rauf, was ich schon die letzten 10 Jahre mal sagen wollte. Was ich dir immer schon mal sagen wollte, heute kann ich's. Genau. Nee, das stimmt, du hast ja recht. Ich habe tatsächlich... Alter ist Schall und Rauch. Genau, ich hatte auch schon noch jüngere, also der Altersunterschied war noch größer, das ging nicht so gut, weil man natürlich auch bei dem ganzen Kindsein und diesem ganzen Tralala, das man so in seinem Leben hat, ja auch Erfahrungen gemacht hat. Und wenn der Erfahrungsunterschied so groß ist, was nicht unbedingt was mit dem Alter zu tun haben muss, dann kann es sein, dass man sich befruchtet, aber es kann auch nach hinten losgehen. Das stimmt. Ja. Wir befruchten uns jedenfalls. Zum Glück ist das alles nach hinten losgegangen, denn wir gehören zusammen. Richtig, ja. Wir befruchten uns gegenseitig. Yes. Hast du gerade gesagt? Also rein geistig. Ja. Rein geistig. Anders geht leider nicht. Wenn das so ein Brainfuck geben würde und dann würde man schwanger werden, hey, das wir hätten geil. Jeden Tag. Wir hätten schon 10 Kinder wahrscheinlich. Ja, ja. Drillinge, Zwillinge, ja. Fünflinge, genau. Ja. Ja. Wo waren wir stehen geblieben? Ja, der Altersunterschied ist tatsächlich kein Problem, weil das ist ja, also bei uns macht sich der auch nicht bemerkbar, ne? Außer, dass bei dir vielleicht ein paar Faltencremchen, Düschen mehr im Bad stehen, aber ansonsten gibt es nichts anderes, ne? Oder? Sag mal, jetzt ist aber unverschämt langsam. Überhaupt nicht. Ich schmier mir Rama ins Gesicht. Das ist jetzt Werbung, das müssen wir jetzt kennzeichnen.
Es gibt auch noch ganz tolle andere Margarinesorten, ne? Ich mag Rama gar nicht. Ich auch nicht. So. Okay. Keine Werbung. Damit hat sich das erledigt. Ja, also ich glaube auch, klar, es gibt ja diese Diskussion, es gibt ja Menschen, die stören sich daran, dass der Altersunterschied 20 Jahre ist. Also gerade so, wenn Frauen mit einem wesentlich jüngeren Mann zusammen sind. Das ist immer ein Problem. Das ist immer irgendwie Heidi Klum mit Tom Gaulitz, ne? Ja, das ist ein Problem. Ja. Wenn jetzt irgendwie Hugh Hefner, also jetzt lebt er ja nicht mehr, ne, eine ganz junge Frau oder mehrere junge Frauen hatte, war das alles kein Problem. Bei Männern ist so ein bisschen die Toleranz da größer als bei Frauen. Ne? Mag sein. So grundsätzlich finde ich das aber, dieses Einmischen immer, dieses, jetzt ist der 20 Jahre älter oder jünger oder wie auch immer, wo die Liebe hinfällt. Das sagte meine Oma schon und die hatte meistens recht. Ist natürlich auch immer so ein bisschen die Frage, in welcher Altersstufe ist das? Also wenn jetzt jemand irgendwie 20 ist und der andere 50, also fällt das ja noch mehr auf, als wenn jetzt, ne, die Frau 40 ist und der Typ 70 oder so. Ich habe da nichts dagegen, also wenn Volljährigkeit natürlich besteht, ja, aber ja, ich habe da nichts dagegen, wenn sich wirklich, also wenn es da wirklich um Liebe geht. Das ist ja, also man unterstellt ja immer gerne, weil es natürlich auch sicherlich auch ein paar Kandidaten gibt, die das vielleicht so machen, die meinen, okay, ich muss keine Rentenvorsorge machen, ich nehme mir einfach einen reichen alten Mann. Oh, ja, genau. Oder umgekehrt, der reiche alte Mann, der sagt, ich muss mein Ego aufpolieren und brauche eine junge Frau. Oder eine Frau, die einen jüngeren, oder wie auch immer. Wenn das tatsächlich aber um Liebe geht, also dann finde ich, dann ist das völlig in Ordnung. Und das muss jeder selber wissen, wo die Liebe hinfällt und was für ein Leben er führen will. Wir erziehen ja unseren Sohn auch nach dem Motto, mach einfach, was du willst. Also Hauptsache, du schadest niemandem dabei. Genau, man ist respektvoll. Oh. Ne? Also das finde ich auch ganz wichtig. Also das ist so, weil dieses, hast du gesehen, Heidi Klum mit, so, das kann doch nur, und der will doch nur, und sie will doch nur, und sie hat doch das Problem. Also dieses ständige Einblick, ne? Analysieren über, genau, man weiß es doch überhaupt nicht. Man sollte immer so vor seiner eigenen Tür kehren und sehen, was einem selber irgendwie die Liebe bedeutet und mit wem man diese Liebe und das Leben teilen möchte. Also wichtig ist ja, das haben wir schon lange nicht mehr gesagt, aber ich sage das jetzt mal wieder, das Wichtigste auf der Welt ist Leben und Lieben. Das ist wohl wahr. Ja, das ist das Wichtigste. Alles andere, das ist vergänglich, das ist von kurzer Dauer. Also Glück zum Beispiel, kann relativ schnell dann wieder verpuffen. Liebe und Leben hat Beständigkeit und dafür stehen wir. Mit unserem Namen. So Frau Wie. Werbung in eigener Sache. Ja, das hast du aber schön gesagt. Ja. Da setzen wir doch einfach mal einen Punkt, oder? Punkt. Ja. Punkt. Einen schönen Tag noch, ein wunderschönes Wochenende. Ja. Liebt, wen ihr wollt. Hauptsache volljährig und einverstanden. Ja, also, im gegenseitigen Einverständnis. Das wäre toll. Wäre super. Ja. Ja, sonst wird es schwierig. Ja. Und vielen Dank, dass ihr wieder dabei seid. Und, und vielen Dank für eure Kommentare, eure Likes, eure Abos. Könnt ihr natürlich gerne noch weitergeben. Ne? Also wir nehmen auch noch gern mehr Abonnenten auf unserem YouTube-Kanal. Ja, so die 10.000 hätte ich jetzt schon langsam mal gefallen. Ne? Brauchst du mal ein bisschen ungeduldig. Wir sind bei 2.000, also da fehlen ja noch 8. Da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Also abonnieren, weiterhin gucken und ganz vielen Leuten erzählen, dass es uns zwei Hasis. Jung- und Alt-Hasis gibt. Genau. Achso, haben wir schon erzählt, wie alt wir sind? Ich bin 38, ich werde nächstes Jahr im März 39. Und du? Ich werde dieses Jahr schon 47. Sieht man dir nicht an. Jetzt komme ich nicht auf diese Einschleimtour, ja? Die ganze Zeit kriege ich hier irgendwie eine steife Brise aus dem Osten. Steife Brise, du. Ja. Tschüss, macht's gut. Wir kommt mein Hase. Du mein Hase. Boom.